Hallo Leute, willkommen zurück zum Kfz-Mechanik-Simulator oder Kfz-Werkstatt-Simulator heißt der Begriff auf Deutsch. Ja, auch diese Folge ist nachvertont oder nachsynchronisiert, weil ich Intelligenzpulsen wieder vergessen habe, mein Mikrofon aufzudrehen. In der heutigen Folge kümmern wir uns den Auftrag 63. Ja, er hat seinen Motorcomputer, was eine super Übersetzung ist, zum halben Preis woanders einstellen lassen. Und bereut das sehr. Mittlerweile sind mehrere Bauteile beschädigt. Wir sollen ihm natürlich helfen und das Auto mal ein bisschen reparieren. Ja, wäre es gleich zu uns kommen, hättest nur vielleicht ein bisschen mehr zahlt, aber das Auto wäre in Ordnung. So, jetzt werden wir mal, weil es jemand, der liebe Marc, hat es ja netterweise unter einem Video geschrieben, dass ich doch den OBD-Reader und das Ganze mehr verwenden soll, weil es andere Bauteile aufzeigt. Ja, auf das hat man mittlerweile auch gedacht, weil irgendein Sinn muss das Ding ja haben, auch wenn es nichts anzeigt. Ja, werde ich nicht machen können, weil der Zustand des Fahrzeugs diese Funktion nicht zulässt. Und dann schauen wir uns das Häusel mal an, was er alles ruiniert hat, der Liebe. Und da sieht man schon, da ist einiges rot. Dank ODB-Test oder OBD, Onboard Diagnostik wird das heißen. Sehen wir gleich, dass die Zündinger hin sind, dass die Zündspule hin ist und auch die Zündkabel hin ist. Also eigentlich die komplette Zündanlage im Argen ist. Ja, meine Lieblingsbeschäftigung, das Hinklicken bei den Zündkerzen, das ist so super, das ist so intuitiv und das ist so genau, da kommt man echt toll hin. Na, hat ja halbwegs funktioniert. Der hat nichts. So, jetzt müssen wir natürlich die Lichtmaschine ausbauen. Zahnriemen sollten wir uns auch anschauen. Ja, bauen wir es gleich aus, wurscht. Schauen wir es uns nicht an, bauen wir es gleich aus. Ich habe es in der Folge mit der Kameraführung. So, die können wir mal ausbauen. Wasserpumpe ist in Ordnung. Gut, das heißt, wir könnten eigentlich das Ding mal reparieren, oder? Oh, der Anlasser ist auch hin. Ja, dann raus mit dem Ding. Gut, dann, was machen wir jetzt? Jetzt gehen wir zur Werkbank. Leute, die Aufnahme war gestern. Ich weiß nicht mehr, was ich gemacht habe. So, jetzt haben wir das einmal repariert und dann müssen wir noch ein paar Ersatzteile kaufen gehen. Was brauchen wir denn alles? Zündkabel brauchen wir, Zündbox brauchen wir, 4 Zündkerzen. Dann brauchen wir den Keilriemen. Riemenspanner und was heißt das, Zahnriemen? Nicht wundern, wenn ich es nicht lesen kann. Das Problem ist, dass durchs Nachsynchronisieren ist das ein kleineres Fenster in einer schlechteren Auflösung. Also man kann es nur teilweise nur erahnen, was es heißen soll. Ja, es wird schon wärmer. Stückel weiter runter noch. Stückel noch, Stückel noch. Richtig, den brauchen wir. Was brauchen wir noch? Ich habe es nicht gemerkt. Doch, Zahnriemen brauchen wir noch. 4 Zündkerzen brauchen wir noch. Zündkabel brauchen wir noch. Ja, mir fehlt noch immer die Funktion, dass ich 4 auswählen kann. Ja, Zündbox brauchen wir auch. Ich glaube, das war's. Ich glaube, ich habe alles gekauft. Dann bauen wir den Hobel mal wieder zusammen. Die reparierte Lichtmaschine kommt rein natürlich. Der Spannungs... Was? Spannen? Was? Irgendwas mit Spannungs... Und das ist nämlich der Riemenspanner. Keine Ahnung, was das andere ist. Es ist auch so schnell weg. So. Also, Steuerzeiten sollten wieder passen. Dann schmeißen wir den Anlasser rein, den wir auch gerade repariert haben. Zündbox. Zündkerzen. Gut, zuerst die Zündkerzen halt. Warum auch nicht? Ja, Nummer 3. Na, komm, geht schon. So, jetzt. Bitte. Zündbox. Oder Zündverteiler. Das wird wahrscheinlich eher heißen, Zündspule. Jo, ich glaube, das Ding ist fertig.
Schauen wir doch noch Öl. Ja, das ist noch okay. Abdeckung drauf, Deckel drauf, fertig. Hoffe ich. Sehr schön. Chip Tuning soll auch noch kriegen. So, alles einbaut, dann können wir ja zum Rollenprüfstand gehen. Das habe ich nicht mehr überprüft, schnell, ob alles drinnen ist, weil sonst meckert er wieder auswendig komplett. So, na dann, schauen wir mal, wie wir das zusammenkriegen, ob wir das zusammenkriegen. Das ist immer ein bisschen, na okay, ging einfach. Da auch nicht steht, wie viel Prozent er will, dann geben wir ihm halt irgendwas, was wir zusammenbringen, oder? Plus 30%, naja, das kann sich ja sehen lassen, oder? Für so einen kleinen Kübel reicht das allemal. So, damit sollte man den Auftrag jetzt auch erledigt haben. Glaube ich mal, hoffe ich mal, werden wir gleich sehen. Führe Chip, ja okay, der Haken ist in der falschen Zeile, aber wahrscheinlich, weil die erste Zeile länger ist als im Englischen, deswegen... Ja, kleiner Fehler halt noch. So, Nummer 64. Finde und ersetze die fehlenden Teile. Letzte Nacht ist jemand in mein Auto eingebrochen. Die Diebe haben etwas aus dem Motorraum gestohlen und ich kann mein Auto seitdem nicht mehr starten. Kann man das beheben? Nö, glaube ich nicht. Na gut, schauen wir mal, was fehlt. Zündkabel sind da, die werden ja keine Zündkerze verladet haben. Riemen sind alle da. Na, seht ihr es hier schon? Ich weiß ja mittlerweile schon, was fehlt. Ist eigentlich eh ziemlich offensichtlich. Fangt mit B an und hört mit Atari auf. Ja, und der B, ja, ja, wird schon wärmer. Passt. Man, wer sich ein Auto in der Farbe kauft, der darf sich nicht wundern, wenn da eintippet wird. Und das war's auch schon wieder. Es war ja einfach. Nächster Kandidat, bitte, nächster Patient. Auftrag Nummer 65. Überprüfe das ganze Fahrgestell. Ich bin von der Strecke abgekommen und habe mir das Fahrwerk ruiniert. Ich hoffe, dass keine weiteren Teile beschädigt wurden. Naja, dann ja, machen wir mal einen Fahrwerkstest, oder? Oder auch nicht. Oder doch? Nein, ich renne lieber spazieren. Ah, ich mache doch einen Fahrwerkstest. Haben wir es doch anders überlegt. Bremsenreifen vorne. Ist in Ordnung. Besser geht's, glaube ich, gar nicht. Hinten. Also die Bremsen haben wir mal nix. Schauen wir uns jetzt die vorderen Stoßdämpfer und die vordere Aufhängung an. Vorne ist alles okay. Dann kann nur mehr hinten irgendwas hin sein, oder? Natürlich, hinten links ist irgendwas kaputt. Das werden wir uns jetzt gleich mal auf der Bühne anschauen. Na gut, klassischer Weg, auch auf die Bühne und einmal von unten nachschauen, weil dann müssen wir die Reifen nicht abmontieren. So, schauen wir mal. Was ist denn hin? Ah, ich sehe schon, die Feder ist hin, der Stoßdämpfer ist hin. Natürlich müssen wir da einen Auspuff ausbauen, damit wir dazukommen. Einmal Feder. Einmal Stoßdämpfer, na, komm schon. So,
Schauen wir gerne nochmal, ob wir irgendwas sehen, ob noch irgendwas kaputt ist von da. Ja, vielleicht ist er aufgesessen, schauen wir uns den Auspuff auch an, wenn wir schon da unten sind. Weil er hat ja gesagt, er ist von der Strecke abkommen und meistens ist neben der Strecke ein bisschen uneben und ja, eventuell hätte er sich in Auspuff beleidigen können, hat er aber anscheinend nicht. Gut, dann kaufen wir mal die Ersatzteile, die wir brauchen, und zwar eine Feder für hinten und einen Stoßdämpfer für hinten. Fahrwerksfeder, Aufhängungsfeder hinten haben wir schon mal. So, dann gehen wir runter bis zu S, wie Stoßdämpfer. Oh, wo ist er? Da ist er. Stoßdämpfer hinten haben wir auch. Dann bauen wir das mal wieder ein. Federchen. So, dann haben wir keinen Endtopf drauf. Und den Stoßdämpfer noch rein. So, haben wir es jetzt schon? Oder ist noch was hin? Okay, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Oh, Reifen an. Okay, schauen wir uns die Reifen an, wenn wir schon dabei sind. Na, der hat auch nichts. Ja, dann werden die Reifen, denke ich mal, in Ordnung sein, oder? So, Reifen, der letzte wird auch nichts haben. Jo, okay, Reifen sind also in Ordnung. Sind wir schon fertig? Nö. Was ist dahin? Nehmen wir mal den Vorderreifen runter, schauen wir mal, ob vorne irgendwas hin ist, wobei eigentlich der Fahrwechsel ist. Hat ja eigentlich gezeigt, dass vorne nichts hin ist, oder? Habe ich schon alles einbaut? Ja, oder? Da ist nichts hin. Reifen wieder drauf. Andere Seite. Da ist aber auch alles im grünen Bereich. Was kannst du haben? Gut, das ist ein Heckantrieb, vielleicht haben die Antriebswellen was. Wer weiß. Weil ich jetzt sehe, die Büchsen sind alle grün. Und was sagt's? Jo, irgendwas mit 72 oder 12. Na. Ja, liebe Freunde, die Kamerasteuerung ist auch an dieser Stelle etwas für den Hugo. So, wir brauchen scheinbar eine neue Welle für rechts. Die linke ist okay. Dann kaufen wir eine neue. Naja, wo wird es sein? Unter Antriebswelle, ha? Oder? Doch nicht. Ja, das ist ein bisschen die englische Übersetzung, oder die Übersetzung ist ein bisschen komisch teilweise. Rechts war das, ja. Schauen wir, ob wir die richtige gekauft haben, ich glaube schon. Jo, es war die richtige, sehr schön, dann bauen wir es rein. Rad drauf. Und dann machen wir das Ganze auf der anderen Seite, glaube ich, auch gleich nochmal. Und dann ist das Auto wieder fahrbereit, würde ich sagen. Denke ich mal. Oder zuerst ärgern wir uns ein bisschen mit der Kamera. Ja, das ist ein Wahnsinn, die Kamerasteuerung teilweise. Wenn du nicht im richtigen Winkel drauf schaust, dann hast du ein Problem. So, sind wir jetzt endlich fertig. Juhu, wir sind fertig. Aber ich denke mal, wir werden ein bisschen Geld ausgeben. Wir haben es ja. Wir haben ja genug. Wenn wir ein bisschen lernen, Lehrbücher.
So, was können wir denn lernen? Werkzeug in der Werkstatt, das Unternehmensführung ist schon aus, kaufmännische Weiterbildung, Geld ist immer gut. Was ist das was? Jo, gut, dann auf zum nächsten Auftrag. Den wir uns aber dann wahrscheinlich mal in der nächsten Folge dann zu Gemüte führen. Auftrag Nummer 66 schauen wir uns dann beim nächsten Mal an. Ich war zu spät zu einem wichtigen Termin und bin viel zu schnell gefahren. Seitdem kommen aus dem Aufbruch störende Geräusche. Na gut Leute, das war's für die heutige Folge wieder mal. Ich sag danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.